Klopf, klopf. Hey, nee. Tachchen. Robert. Moin. Na, alles fein? Ja, bei dir? Oh ja, danke. Danke der Nachfrage. Bist du auf dem Whisky vorbeigekommen? Ja, ich habe gehört, du hast meinen Geschmack hier, irgendwas Torfiges. Ja, ja, das sehe ich doch schon. Könnte ich dir da empfehlen. Ach, wunderschön. Jetzt habe ich bloß kein Glas hier. Dann muss ich irgendwie ein Glas besorgen. Ja. Nee, pass mal auf, ich mache das mal auf Oldschool. Dann kriegst du eben so eins. Das ist ja völlig egal. Das ist, ja. Dankeschön. Was trinkst du? Trinkst du auch was? Ich werde ein Pfeffi trinken. Das ist ja immer gesund. Was gesundet. Warst du auf dem Weg? Hast du die Kinder weggebracht in die Kita? Nee, geht ja nicht. Nee, noch nicht 5 Monate. Also könnte man ja schon. Nee, ab 6 Monate geht ja, ne? Aber Prost erstmal. Prost. Auf dein Familienglück. Ach, danke dir. So ohne Eis, geht das so? Ach, schlimm, nee, Eis mag ich überhaupt nicht. Ja, das ist gut. Dann bist du ja fast ein richtiger Schotte. Eigentlich mach ich mal. Ach, ich riech gerne an diesem Torfgeruch. Riecht doch lecker, ne? Ja, natürlich. Zum Auftanken. Ja. Man kurz unsterblich, aber ist dann, wenn man mehrmals getrunken hat, okay, ist diese Unsterblichkeit weg. Oder steigt, ja. So, erzähl mal, was machst du denn jetzt? Also, die Dinger schmeißt du dir immer in die Gegend rum? Trainierst du irgendwas? Ich meine, du siehst da immer noch aus, als wenn du auf den Platz gehen könntest. Ja, danke, aber ich glaube nicht. Also, es hat sich schon sehr stark verändert, sagen wir mal so. Aber gut, ich habe nicht zugenommen. Viele nehmen da gleich immer zu, irgendwie so. Ne? Aber na, weil das ganze Zeug fehlt, was du vorher geschluckt hast, oder? Ja, sowieso. Keine Ahnung, ich habe ja wenig Zucker in meinem Leben, wenig Alkohol jetzt mal. Klar, Whisky und Milch jetzt, mag ich gerne, aber ich trinke ja jeden Tag. Bis vor der Geburt der Zwillinge hatte ich auch noch ein bisschen Schlaf. Also, wenn man die Sachen jetzt irgendwie nicht gewährleisten könnte, würde man natürlich zunehmen. Aber was mache ich jetzt? Ist einfach, ich habe ja 2018 aufgehört, hatte dann irgendwie so einen kleinen Urlaub. Und dann war es das irgendwie auch schon. Ich habe ja meinen Master jetzt auch fertig gemacht in der Uni. Ist ja gleich in was? Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation. Okay. Hat so Markenentwicklung, Produktentwicklung. Also ein bisschen Unterhaltung in der, im Konsum. Könntest du mich vermarkten sozusagen? Kannst du aus meiner Marke machen? Müsste, ja, also ist ja jetzt auch schon ein gutes Etablissement hier. Deswegen ja. Brauchst du ja, das gar nicht. Da fehlt die Stange in der Mitte. Ja, aber ansonsten ja. Wäre es richtig schön. Ja. Da kannst du ja noch, wenn man nicht alles darf. Also, das riecht ja sehr gut. Ja, na klar. Also als Nichtraucherladen wird das hier nicht gerade verschrien und angepriesen. Ja. Ja, nee, da habe ich mein Studium fertig gemacht. Das ist ein Master bald in ein paar Wochen so. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe natürlich meiner Frau versprochen, dass sie weiter Sport machen soll. Und sie will dann zurück mit dem Olympiateam. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, dass ja, bin ich jetzt zu Hause als Daddy mit 2 Zwillingen. Also sozusagen Vaterurlaub. Ein Babynator, ja. Ein Babynator. Du, das kriegst du aber hin, in 18 Jahren ist alles vorbei, kann ich aus ja, Erfahrung sagen. Das passt, ja. Bist du gleich auf dein Spezialgebiet gekommen beim Sport? War das von Anfang an? Ja, das ist ja Diskuswerfen quasi, das gehört dazu. Den Wurfdisziplin? Also Schlagball auch, ja? Ja, das ist aber eine Schülerdisziplin. Ja, ja. Aber ist auch Werfen, hast schon recht. Aber du konntest doch alle, du hättest eigentlich Zehnkampf machen. Ja, habe ich auch gemacht. Bis ich 15 bin, habe ich auch Zehnkampf gemacht quasi. Und dann fängt man an, das immer abzubauen, die Masse, und wird immer spitzer bzw. immer genauer. Und okay. Meistens eine Disziplin, die man am besten kann, die übrig bleibt. Und das war bei mir immer Diskuswerfen. Ich hatte früher keinen Trainer da, wo ich war. Deswegen bin ich nach Berlin gekommen und habe immer heimlich dann so dicke Medizinbälle oben durch die Dachträger durchgeworfen. Die waren dann cool. Immer noch. So habe ich quasi angefangen, das zu lernen. Und wo hast du denn hier angefangen, dein Sport? Sportforum beim also BFC. Ich wurde halt am Anfang auch gleich als BFC abgeschrien, ja, wenn ich gesagt habe, wo ich herkomme. Ja, aber gut, das ist ja nun mal da ein Sportstätten-Ding gewesen und es ist ja heute noch, ja, jetzt nur auf dem Gelände. Ach Gott, ja. Ist so, ist ne? Halt so. Hm? Diese ganzen Derby-Phasen habe ich ja eh nicht mitgekriegt, als ich so ein bisschen in Union eingewachsen wurde. Mhm. Ich kenne mich da in der Teamkultur nicht so gut aus, aber ich fand es sehr spannend immer. Und ich habe gesagt, weißt du, heute beim Derby gebe ich der Sache eine Chance. Und im Olympiastadion habe ich mich quasi in Union verliebt. Als Tusche das Ding darin gedroschen hat. Im Olympiastadion, da waren 14.000 links von mir, ja, das waren die Unioner und der Rest war blau. Ich saß natürlich eingeladen von Mercedes, irgendwie genau auf der Mittellinie. Da hast du schön eine Kuchen richtig, genau, abgehangen. Und Kakao und so. Ja, das ist super, Kakao, ja klar. Und diese 14.000 hatten dieses Stadion im Griff. Ja. Die hatten das im Griff. Also, dass die Sportler nicht zählen können, davon hatte ich schon mal gehört. Ach mit so, den Punkten okay. Seid ihr nie. Also, es waren definitiv mehr als 14.000. Ach so, ich, also, meine Empfindung war damals, ich habe eigentlich nur rot gesehen. Ein Stadion, ja. Das war eigentlich, es hat sich auch so angehört. Das war eine Ecke, Ostkurve, da war mal blau. Das habe ich gesehen, aber ansonsten habe ich da eigentlich nur rot gesehen. Aber gut, das sind die Empfindungen, die hat jeder anders. Ne? Okay, gut. Aber wenn du sagst, das waren nur 14.000, gut, kann doch sein, kann gut sein. Ich habe ja auch zu tun gehabt da. Ne? Okay, deswegen ich konnte auch nicht sitzen, ich musste stehen.
Ja, als Stehplatzgänger wurde ich auch erzogen. Ne? Also das erste Mal, dass ich in die Försterei durfte, wurde mir versagt. Ja. Du gehst nicht dorthin, wo die Leute sitzen? Doch, da habe ich dich gesehen. Nein, nee, das war nicht das erste Mal. Du stellst dich bei uns dahin, Sektor 3, weiß ich, keine Ahnung, was da an der Ecke, an der Uhr. Ja, dann stand ich dann da und hatte natürlich auch total viele Fehler gemacht im Sinne von Kommentare gegeben zwischendurch und so. Und dann wurden 3-4 Blicke mir zugeworfen und so, wurde richtig schön erzogen, war aber alles super. Also ich habe das sehr genossen. Also ich kann mich einmal an was erinnern, da bist du von oben runtergekommen, Block K, also neben der Anzeigetafel und da wurde es gefeiert wie ein König. Das war aber schon später dann. Ja, das war später, das ist ein paar Jahre her. Wo ich dann schon eingewachsen bin. Ne? Ich weiß nicht, ob du dann noch Sport gemacht hast, ich glaube, hast du gerade aufgehört. Und ich glaube, du warst denen sympathisch, weil du auch zu bestimmten Sachen der Mund nicht gehalten hast. Da hat es bestimmt nicht nur Lob gekriegt, da haben sie dir bestimmt auch ein paar Sachen erzählt, dass du lieber mal die Klappe hättest. Halten sollen. Ja, gar keine Frage. Aber du warst ja als Wirtschaftlich Sportler. War das nie vom Vorteil. Das kann ich mir vorstellen. Wann hast du das letzte Mal Sport gemacht? Ich glaube, im Sommer war ich mal irgendwie auf dem Surfboard. Auf dem Surfboard, okay. Hast du da drauf gestanden? Bist du gefahren? Ja, ich habe drauf gestanden und bin gefahren. Ich bin kein Brettsegler. So? Prost. Nein. Prost. mit einem Paddel in der Hand, ein Surfboard. Ja. Da habe ich das letzte Mal Sport gemacht. Also Sport, der dann wehgetan hat. Aber ansonsten, glaube ich, bin ich nicht mehr so viel belastbar. Also ich brauche einen Mentor, aber viel. Ja, ich bin immer für Herausforderungen offen. Ne? Also, ja, aber ich verstehe schon. Also früher war das für mich ja gar kein Problem, irgendwie mich sportlich zu betätigen, weil das ja mein Beruf war. Jetzt merke ich schon, man, so 2-3 Mal die Woche mal irgendwas zu tun, das muss man schon. Ja, erzähl mal, wie ist denn das so? Wenn du so richtig im Futter standst und bist dann von der Weltspitze, war dann Schluss? Was machst du denn da? Leberwurst hast du ohne angefangen zu essen? Doch, hab ich. Ach so, okay. Komischerweise von mehr als früher. Vorher waren das, ich sag jetzt mal, 20 Jahre Sport. Jeden Tag und klar, kann man mal Kinder machen, okay, und dann ist aber auch, ist auch Sport. Also wie geht's dann weiter, weißt du? Also es ist schon ein riesen Wandel für mich so als Persönlichkeit, weil man hat ja ein Handwerk 20 Jahre. Du bist jetzt Kneiper, weißt du, wenn du jetzt nicht mehr Kneiper werden könntest. Also dann fehlt dir ja dein Handwerk so ein bisschen und du musst halt mal gucken, was lernst du jetzt neu und wie viel Zeit bringst du mit, wie viel Geduld bringst du mit, wie viel Kompetenz bringst du in dein neues Handwerk. Das ist schon sehr, sehr schmerzhaft irgendwie und komisch auch, weil einfach plötzlich wieder so Kindesunsicherheiten entstehen und sowas, was man eigentlich alles schon überstanden hat. Da bewege ich mich jetzt gerade. Was kostet denn so ein Diskus? Ein Diskus? Der wiegt 3 Kilo, glaube ich, was? Nee, 2 Kilo. 2 Kilo? Ja, das gibt, von Mädchen Kilo, wa? Genau, und es gibt halt Modelle von, ich sage mal, 50 Euro bis 400. Und mit welchen hast du geschmissen? Mit denen, die 400 kosten, natürlich. Aber warum? Ja, weil die besser sind. Ach so, die sind leichter, oder wie? Die sind leider nicht leichter. Die könnten im Flug einfach leichter werden, geht auch nicht. Ach nee, das sind einfach deine Stabilitätsmuster drin. Das heißt also, im Flug, wenn man Zeitlupe guckt, sieht man ja, dass das Gerät so fliegt eigentlich, das optische Auge. Aber da ist schon die Industrie drin, dass die so eine Sportgeräte brauchen? Da ist keine Industrie drin. Da beschäftigen sich vielleicht 5-6 Firmen. 3 Typen. 5-6 Firmen auf der Welt. Damit ist nicht viel. Also es ist ein sehr enger Nischenmarkt. Wolfgang Mattis, Ex-Torwart in den 70er Jahren von Union. Und der hat mir gesagt, wenn er diese Osthandschuhe, ne, die er hatte, er war der einzige Torwart, der ohne Handschuhe gespielt hat, weil die waren scheiße. Aber wenn er die dann hatte, hat er sich Reißzwecken reingemacht, hat die Dinger abgekniffen vorne und dann sind einige Bälle bei Punktspielen mal kaputt. Ja. Really? Ja. Mensch, also ich weiß alles jetzt. Ich werde jetzt keinen Diskuswerfer mehr. Du hast mich natürlich rausgefordert, dass ich mal wieder was machen könnte, aber dann werde ich das mal tun. Jetzt haben wir ja noch was anderes. Wir haben hier hübsche Deckel und du hast einen Stift. Und wir spielen ja in der alten Försterei gegen die alte Dame aus Berlin, gegen Hertha. Und schreib mal deinen Namen bitte mit auf den Deckel. Ich tippe auf ein 4-2. Weil ich das natürlich, A, will ich das erleben. Okay. Zweitens traue ich das den Jungs zu. Weißt du, weil, du bist da? Natürlich, weil der Unterschied zwischen Hertha und Union ist es ja so, wenn es um dieses Spiel geht, dann hämmern die Herzen, die Venen klappen, peitschen. Ja. Und das ist aber Blut nur, kommt über. Ja, das ist aber nur bei dem Team in Rot so. Ich glaube nicht, dass das Blaue das versteht. Aber werden wir sehen. Ja, ich weiß nicht, wir haben halt rotes Blut und die haben blaues Blut. Jetzt kann man sich sogar streiten, was ein schöner ist, weißt du? Ja, Gott. Da sieht man rot. Ich sehe das ganz locker, wenn man da oben jetzt siehst du, 3.9.12 war das letzte Spiel zu Hause. Also, ich habe da keine Angst. Ich meine, ich war damals ein bisschen angepisst, als die uns beim ersten Spiel weggehauen haben zu Hause, als wir das Stadion eröffnet haben. Das war schon ein bisschen komisch, aber gut. Ja, sie hat mich gefreut. Robert, trink in Ruhe aus. Ja, danke. Tschüss. Ja, sie hat mich gefreut. Die Mütze nehme ich mit, oder? Ja, das sieht gut aus. Berlin sieht rot.
Ich finde, das ist eine gute Messlatte. Hau rein. Hier, Aloha. Ciao, ciao. Hang loose, Mann.